Ahoi allerseits und willkommen zu einer neuen Daddelzeit mit My Time at Portia. Hörte sich zuerst an, als wenn es wieder genauso bescheidenes Wetter wäre wie letztes Mal. Aber nicht ganz so bescheiden. Nur halb. Was immer noch schlimm genug ist, aber egal. So, dann können wir ja eigentlich mal hier nochmal... Carbonstahl, genau. Wir haben es ja jetzt. Also nochmal hier die volle Ladung. Warte mal, hatten wir hier nicht irgendwie einen Auftrag, wo wir Gedöns brauchten? Mission. Oder wofür brauchten wir das? Dafür brauchten wir das. Und für die... Dafür war das der Rohstoff. Ja, ich erinnere mich wieder. Die stellen wir dann natürlich mal her. Dann haben wir das auch schon. Ja, ein paar Sachen sind dann noch die Nerven. Ach, hier haben wir ja teilweise auch noch Relikte. Okay. Oh. Ganz wichtig. Ich wusste gar nicht, dass wir so viele davon haben. Jetzt bin ich klüger. Ja, lecco mio, das nehmen wir doch gerne an. Aber sehr, sehr gerne. Dann können wir nämlich hier so richtig Vorrat an geilen Sachen machen. Wo haben wir es denn? Metal Store. Brauchten wir dafür nicht die Tempering Liquids? Oder wofür? Bin ich blöde oder was? Ich bin der Meinung, wir brauchten die mal, aber irgendwie scheint das vergeben und vergessen zu sein. Ich finde interessant, was wir hier für eine wilde Mischung drin haben. Nee, das haben wir ja woanders drin. Ja. Komm hier erstmal wieder rein. Was soll ich machen? Nee, erstmal können wir hier noch die Federchens und die Eiers. Eyepatch leider nicht, aber das können wir noch reinpacken. Jawohl. Dann haben wir hier auf jeden Fall auch noch was. Bronzeplatten, ja, können wir auch demnächst wieder neu machen, weil das brauchen wir ja offenbar. Gut. Oder auch nicht. Neue Post gab es nicht, okay. Dann möchte ich mir einmal einen neuen Auftrag gönnen, genau. Oberstes Ziel des Tages. Wir müssen ja hier irgendwie wieder vorankommen. Und haben sogar einen B-Auftrag. Jewelry Boxes. Das ist schon mal geil an sich. Die Frage ist nur, was brauchen wir dafür? Ein Didi Stop. Ja. Das ist genau mein Ding. Das gibt auch richtig Fettpunkte. Oh yeah. Und... Oh, schade. So, wie weit ist Higgins weg? Das ist echt... Higgins einholen ist schon... Nur nennen wir das mal arschig. Wir sind im Moment so irgendwo nirgendwo von unserer Platzierung. Genug Vorsprung vor Rang 3, aber irgendwie auch... Ziemlich am Arsch der Heide, was Rang 1 angeht. Da ist der Higgins zugegeben echt gut aufgestellt. Muss mal gucken. Kriegen wir den Didi-Stop heute hin? Wäre eigentlich ganz cool. Und wir haben ja eigentlich ordentlich Material auf Lager. Müssen wir mal gucken.
Didi Stop. So, hier können wir ja nochmal gucken, was brauchen wir. Wir brauchen Bronzepipe, haben wir. Fibercloth haben wir. Hardwood Plank haben wir. Bronzeplatten haben wir. Aber nicht genug. Ja. Ich erkenne das Problem. Cancel. Ja. Wir brauchen ganz dringend Bronzeplatten. Nehmen einfach mal das mit, was wir schon haben. Genau. So, bam. Einmal die volle Ladung. Die Dinger werden noch hergestellt. So. Was muss ich nochmal rausholen? Ich muss rausholen. Hardwood Planks habe ich ja eigentlich. Bronzepipe und Fiberglass. Und der Rest kann wieder weg. Dann wollte ich diese Dingers hier, genau. Kann ich hier alles schon mal eintragen. So. Einmal haben wir das. Dann brauchen wir mal das hier. Dann brauchen wir noch diese Röhrchen. Wo haben wir die denn? Da, der Frame. Ach, Bronze. Ich erkenne das Problem. Na gut, müssen wir doch noch mal ein bisschen warten. Ich glaube, ich gehe in die Mine. Da fühle ich mich jetzt sinnvoller. Und ach komm, bei dem Inventar, da haben wir ja mehr als genug Platz. Wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht weiter. Und ich glaube, wir gehen nochmal hier oben rein. Die erste ist zwar auch ganz schön, aber ich denke, auf lange Sicht werden wir auch ganz viel Eisen und Co. brauchen. Hallo, können wir mal mit dir schnacken? If you find a new ruins opening, be sure to let us know. The Civil Corps will compensate you well for your efforts. Okay, irgendwie, wenn wir in den Ruinen noch, beziehungsweise eine neue Ruine oder sowas finden, irgendwie sowas, sollen wir Bescheid geben? Ja, einmal hier auffrischen das Ganze. In Hoffnung, dass wir neue Dinge finden. Und diesmal möchte ich ein paar Data-Discs auf jeden Fall. Das ist jetzt so mein oberstes Ziel. Von daher gehen wir auf Schatzsuche. Ausnahmsweise mal wieder. Ui, hier haben wir auf jeden Fall Eisen dick. Also wenn wir Eisen brauchen, läuft. Ja, das ist doch schon mal was, was wir suchen. Und wir bekommen, ach, für ein neues Relikt haben wir ein Teilchen, okay. Das ist doch ein bisschen weit weg hier. Na gut, buddeln wir uns mal schön durch. Und da kriegen wir einen Stein her, den wir dann schön verkaufen können. Weil wir ihn sowas von nicht brauchen werden. Powerstone, Simple Circuit. Ja, das klingt an sich doch schon mal gar nicht mal so schlecht. So, die richtige Höhe dürften wir so um und bei haben. Und ich krieg wieder keine Discs. Das ist doch bekloppt, ist das. Naja, mal sehen. Vielleicht kriegen wir jetzt Sinnvolleres.
Nein, ich will doch nur Discs haben. Willst du mich verarschen? Okay, das war mal wieder so ein Eyeglass. Oh, Eisen wird zumindest mal minimal abgebaut, vielleicht. Oder auch nicht. Ich will doch nur Data-Disks. Warum kriege ich sie nicht? Ah, ich habe eine Waschmaschine bekommen. Waschmaschinen sind immer gut. Das ist zumindest etwas, das man auch praktisch verwenden kann. Ach du Schande, was habe ich denn hier gebaut? Naja. Gehen wir mal ein bisschen weiter und gucken hier. Da ist zum Beispiel im Boden irgendwo was. Ja, komm, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wird schon schief gehen. Und ein Racket und etwas von der magischen Lampe. Warum kriege ich hier keine Discs überhaupt? Ich mag die Ebene nicht. Powerlamp. Also Lampenzeugs haben wir mehr als genug. Wir brauchen wirklich eine ganz fette Relikt-Truhe. Denn hier sammelt sich einiges. Nur keine Datadisks. Deswegen werde ich jetzt auch einfach mal sagen, Butter bei die Fische. Ich möchte hier raus. Dann gehe ich doch in die andere Mine rein, weil ich hoffe, dass ich da etwas mehr bekomme, was ich brauche. Einfach nur aus dem Grunde. So, da ist das Ding. Da will ich rein. Und vorher kann gerne nochmal neu gemacht werden. Und da bin ich mal gespannt, ob wir da etwas fündiger wären. Oder ob es genauso scheiße abläuft. Wir werden es erfahren. In 3, 2, 1... Auf jeden Fall bodennahe Sachen. Galloping Horse Piece. Ich habe den Eindruck, dass ich heute nur Relikte finde. Kann gut sein, muss aber nicht. Power Stone wieder. Das bringt mich so gar nicht weiter. Das ist das Problem. Power Stones sind ja schön und gut, aber davon wird man nicht satt. Ja, ich habe es befürchtet, dass es wieder so ein Eyeglass ist. Schön. Oder auch nicht. Hey. Jetzt aber. Was soll das? Das ist doch... Das ist Mobbing auf höchstem Niveau, was das Spiel mit mir macht. Da müssen wir uns hier erstmal dran vorbeimogeln. Nein! Einfach nur nein! Map und weg. Das ist heute nicht zielführend. Es ist ja schön, dass ich Powersteine bekomme, aber ich will doch Daten sammeln.
So ganz Facebook-Style quasi. Achso, da kann ich gerade gar nicht. Irgendwo noch eine Möglichkeit, meine Sachen zu veräußern? Fragezeichen. Okay, sie ist auch schon futsch und weg. Da haben wir was. Nee, ich wollte doch hier Store. Ach nee, der hat auch schon lange geschlossen. Okay, wenn ich will, der hat schon. Dann kann ich eben zurück in meine Werkstatt gehen und dort Dinge tun, die ein Daddel halt so macht. Oder eine Mira in unserem Falle hier. Wenn wir beim Charakternamen bleiben wollen. Was sagt überhaupt hier das For Sale? Das war 15.000, oder? Ja, das ist mir noch zu teuer irgendwie. Aus unerfindlichen Gründen. Ja, das können wir doch schon mal mitnehmen. Und jetzt wollen wir... gute Frage. Nehmen wir mal 10 Stück. Fürs Ehe. Oder ne, 15. Dann hat man auf jeden Fall Vorrat. Oh. Da können wir gleich 2 reinpacken. Und wie schaut's hier aus? 10 Stunden ist da noch. Ja, Powerstones haben wir ja genug. Wenn es an etwas nicht mangelt, dann Powerstones. Ah, wie viele haben wir davon noch im Inventar? Achso, so viele haben wir denn doch nicht bekommen. Okay. Gut, dann können wir mal... Ach, holt gleich nochmal Glas aus dem Inventar und dann können wir noch andere Dinge tun. So. Dann, genau. Da haben wir ja ordentlich was reinzupacken, habe ich mir sagen lassen. Und zwar können wir hier... Och, Stone! Sind etwa größere Stacks möglich oder wie? Oder was? Oder wo? Ich habe keine Ahnung. Das sind doch nicht so viele Sachen, die ich hier reinpacken kann. Nicht so viele, wie erhofft, auf jeden Fall. Soll kann auf jeden Fall weg. Ja komm, packen wir das auch erstmal weg. Können uns ja rausholen, was wir denn brauchen. Ist ja nicht so das Problem. So. Jetzt wird schon mal spaßiger, denn wir haben hier davon was, davon was, davon, davon. Wobei, nee, das nehmen wir weg. Dann lagern wir lieber sowas ein. Und da kriegen wir das Problem. Mit den Teilchen. Yeah. Also das kann man auf jeden Fall wegpacken. Uff da da, ja. Ich brauche hier was Neues. Nee, ich wollte doch hier Glas mitnehmen, genau. Ich erinnere mich dunkel, dass da irgendwas war. Ah, dafür brauchte ich das. Ja, dafür brauchte ich Tempering Liquid. Jetzt erinnere ich mich wieder. Gut zu wissen. Wusste doch, da war... Ahaha! Ich brauche es also indirekt doch. Ja, jetzt ist mir auch alles wieder klar. Jetzt ergibt es einen Sinn. Jetzt kann ich mir sagen, Mensch, nehmen wir doch mal 5 davon mit. Und wenn wir das jetzt haben, können wir... auch nicht so viel weiterkommen. Ich
glaube, wir können uns auch nochmal Bronze rüberziehen. Oh, wie schnell die Bronzebarren wieder alle sind. Das ist furchtbar. Das geht richtig flott. Aber wir können schon mal ein so ein Ding hier bauen. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Und wo baue ich das hin? Wo hau ich das denn mal rein? Einfach so, weil ich es kann. Ja, da habe ich mal Bock drauf. Ich setze das erstmal hier hin. Und das wird rein für Gedönses hier sein. Kann ich jetzt schon mal mitnehmen. Relikte. Jet Tube. Nur das. Warum habe ich hier Powerstone drinne? Bin ich denn bekloppt hier? Das ist ja. Manchmal könnte ich mir selbst so richtig schön mit Schmackes in den Arsch beißen. So, noch irgendwie was. Nö, das sieht gut aus. Aber wir können jetzt andere Dinge. Wir können zum Beispiel die Liquid-Gedönses reinpacken. Wir können reinpacken. Diese hier und das von mir aus auch. Und. Ach, wir können so vieles tun. Das können wir reinpacken. Das von mir aus auch erstmal. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, wir haben da einiges auf jeden Fall. Perfekt. So muss das aussehen. Und apropos aussehen, das sieht aus, als bräuchte das noch ein Weilchen. Deswegen sammle ich erstmal die Holzkohle ein. Oh, da ist noch einige Tage zu tun. Auf jeden Fall. Und ein Glück, Bronze fährt weiter kräftig hergestellt. Ach nee, wir haben ja das ganze Material nicht dabei. Habe ich mich ja geweigert. So schaut es aus. Ja, da kriegen wir es auch nochmal hin. So. Holz geht auch schon wieder zu nahe. Ich sag ja. Beim letzten Mal habe ich schon gesagt, Holz ist ein Dauerbrenner. Das brennt mir so schnell weg. Da muss ich tatsächlich heute noch ein bisschen Holz fällen. Was ich eigentlich nicht auf der Rechnung hatte. Ich dachte, ich mache mir eigentlich eher so einen gemütlichen, aber daraus wird nichts. Wir müssen ein bisschen Holz fällen. Damit wir zumindest einen Bruchteil dessen, was wir hier verfeuern, auch wieder reinbekommen. Sonst sieht es nämlich duster aus. Joa, nehmen wir hier noch die Kleinen mit. Die bringen ja eher Holz. Und nochmal den hier. Das ist auch noch so ein schön kleiner Baum. Den nehmen wir mit. So. Das auch. Und dann können wir ab nach Hause ohne Pause und es uns dort gut gehen lassen, ne? Muckwi. Mei, hey, wir haben alles Notwendige beisammen. Na dann, wenn wir jetzt schon dabei sind, können wir ja eigentlich... Haha! Ich dachte, das Ding wäre fertig. Hä? Was fehlt denn noch? Ach so, ein Sitz. Aha. Ja, den können wir nochmal schnell machen. Wenn das alles ist, was wir brauchen, dann. Oder brauche ich dann nur das Holz? Hardwood. War das Planks sogar? Ich weiß es gerade gar nicht. Jo. So, jetzt haben wir es aber. Und mitnehmen.
Ja, komm, das können wir da dann am nächsten Tag abgeben. Für heute soll es das aber sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.